Herzlich willkommen bei Börse Saisonal. Schön, dass Sie dabei sind und ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet. Und ja, was diese Woche an der Börse passiert ist, das hat wirklich niemand vermutet. Sie kennen meine Videos, wenn Sie es nicht kennen, gucken Sie alles durch. Ich sage, wenn ich richtig liege, aber ich sage auch, wenn ich eine falsche Prognose abgegeben oder das nicht kommen habe sehen. Und diese Woche muss ich gestehen, das habe ich nicht gedacht, was da jetzt die Tage passiert ist. Und das ist doch ein Grund für ein Video. Nach dem Intro schauen wir uns mal an, was ist denn gestern und vorgestern eigentlich passiert an der Börse. Und dann machen wir die versprochene Risikoanalyse. Wie groß ist das Risiko am Aktienmarkt in diesen gefährlichen Monaten September und Oktober? Alles gleich nach dem Intro. So, schauen wir uns erstmal den S&P 500 an, der wichtigste Index von allen. Und die wichtige Sache war ja die FED, der Zinsentscheid, was passiert mit den Zinsen. Erwartet wurden 0,25% Zinssenkung, weil die FED ja der Meinung ist, dass die Gefahr einer Rezession größer ist. Also es ist keine Gefahr, aber sage ich mal, ja, man will der Rezession zuvorkommen. Die Zahlen sehen ja gut aus der amerikanischen Wirtschaft. Es schwächelt sich so ein bisschen ab, aber nach wie vor sind die Zahlen gut. Aber die FED meint, das Risiko, dass eine Rezession kommen könnte, ist größer als die Inflationsgefahr und deswegen können die Zinsen wieder gesenkt werden. Also sie leiten eine Zinssenkungsperiode ein und das war ganz wichtig. Erwartet wurden schon 0,25%. Viele Kurse sind deswegen schon nach dieser Korrektur im August schon wieder nach oben gegangen, weil das erwartet wurde, dass hier die FED eingreifen wird. Und jetzt ist Folgendes passiert. Hier sehen Sie den grünen Strich. Das war um 20 Uhr nach unserer westeuropäischen Zeit, hat die FED den Zins um 0,5 gesenkt. Sehen Sie sich mein letztes Video und da habe ich schon gesagt, also ich denke 0,5 ist auch schon eingepreist und ich dachte, ja, ich hatte recht, wie so oft, aber nein. An dem Tag ging erstmal der Kurs ganz kurz hoch nach dem Zinsentscheid. Der Tag vorher war sehr, ja, wenig berauschend, ging eher nach unten als nach oben, bisschen hoch, bisschen runter, so Abwartestimmung, Verwirrung am Markt. Aber dann kamen die 0,5, die wurden eben von vielen dann doch nicht erwartet. Also hier lag ich falsch. Ich sagte, dass doch viele schon 0,5% erwarten. Da habe ich mich getäuscht, muss ich zugeben. Zunächst ging der Kurs nach oben, wie erwartet, und dann ging der Kurs nach unten. Wie bitte? Zinssenkung bedeutet, Geld ist billiger, die Unternehmen können sich billiger finanzieren, haben höhere Gewinne, es gibt mehr Konsum, weil die Konsumenten sich günstiger finanzieren können und, und. Also das ist normalerweise ein Push-Zeichen für die Börse und dann nach kurzer Zeit gehen die Kurse nach unten und endeten am Tag des Zinsentscheids im Minus. Das hat wirklich niemand erwartet. Alle meine Kollegen haben große Augen bekommen, ich auch große Augen bekommen. Und da muss man sagen, was war da los? Genau weiß es keiner, aber interessant ist, die Party fing dann am Folgetag an, am 19. Da haben die Kurse gesprudelt. Das ist jetzt hier, der 19. Hier geht's los, gleich mit dem Plus gestartet und dann ging es nach oben und nach oben und nach oben. Und heute kommt dann eher die Katerstimmung. Da nehmen dann viele die Gewinne wieder mit. Also man kann sagen, wie der Titel, Party wurde verschoben auf den Folgetag, warum auch immer. Dann wurde richtig gefeiert, es wurden Aktien gekauft und. Und jetzt am Tag danach, nach der Party, wie so oft, die Katerstimmung. Das heißt, das sind einfach Leute, die gleich die Gewinne, die sie gemacht haben an dem Tag, wieder mitnehmen. Das sind nicht die Daytrader, sondern es sind die großen Vermögensverwalter, die ja jetzt im September und Oktober äußerst zappelig sind, weil sie ihren Gewinn nicht wieder abgeben wollen, denn sie müssen am 31.12. ihren Anlegern Rede und Antwort stehen. Und deswegen ist gerade am Ende des Jahres die zwei Monate besonders gefährdet. Jetzt ist ja die große Frage, leitet sich dadurch jetzt eine Jahresendrallye ein
Oder wird doch noch die US-Wahl abgewartet? Das ist die große Frage. Die kann ich leider heute nicht beantworten. Aber was ich beantworten kann, ist, wie hoch das Risiko am Aktienmarkt ist. Und das schauen wir uns gleich mal an. Und zwar haben wir hier den von mir geliebten Angst- und Gier-Index von CNN. Und der zeigt auf Gier. Die Anleger sind gierig. Hier sind sieben Indikatoren betrachtet worden, nämlich einmal der Chart, also die Charttechnik des S&P 500. Und zwar liegt er über der 125-Tage-Linie und nimmt hier große Schritte zu. Das heißt, der Abstand vergrößert sich. Das wird mit extremer Gier betitelt. Dann haben wir Stock Price Strength, die Stärke des Marktes. Da wird geguckt, wie viele Aktien steigen und haben ihre Tops ausgebildet. Und da wird einfach geguckt, wird der breite Markt, unterstützt der breite Markt die Richtung oder sind es nur wenige Aktien im Index, die den Index nach oben ziehen? Aber ja, der breite Markt kommt hier mit. Ganz interessant, wird auch als extreme Gier betitelt oder beziehungsweise beurteilt. Der Wert Stock Price Breadth, das heißt, wie viel Volumen wird gerade gehandelt in steigende Aktien, und auch das nimmt zu, also auch hier extreme Gier. Dann haben wir Put-Call-Ratio, auch ein ganz wichtiger Wert, den ich ja als Risikoindikator sehr, sehr gerne nehme, weil hier sehe ich direkt, wie sind die Anleger drauf, vor allem die Profi-Anleger. Was denken die vom Markt? Decken die sich eher mit Call-Optionen ein? Das heißt, sichern die sich gegen steigende Kurse ab, weil sie später kaufen wollen, weil sie die Kursbewegung mitmachen wollen? Oder sichern sie sich gegen fallende Kurse ab mit Put-Optionen? Und das sieht man hier, je kleiner der Wert ist, je weiter weg von 1, desto mehr Call-Optionen werden gekauft. Das heißt, desto optimistischer sind die Anleger und gehen von steigenden Märkten aus. Und je größer die Zahl ist und gar über 1 ist, desto mehr Put-Optionen werden gekauft, desto pessimistischer sind die Anleger. Und hier sieht man, der Pessimismus ist hier von Anfang September hier jetzt radikal nach unten gegangen. 0,7, das ist schon, also zwischen 0,7 und 0,8 muss man sagen, pendelt der Wert normalerweise beim normalen Markt. Jetzt geht es schon steil Richtung 0,7. Drunter würde ich auch als sehr optimistisch, als sehr gierig ansehen. Und so sind die Anleger drauf. Und dann haben wir noch die Volatilität. Das ist auch ein Risikomaß, das von eigentlich fast allen Vermögensverwaltern, von allen Profis benutzt werden, die Volatilität. Ich bin nicht so ein Fan davon. Kann ich auch gern mal ein Video drüber machen. Schreiben Sie es in die Kommentare, wenn Sie wissen wollen, warum Volatilität ein schlechtes Risikomaß ist. Wenn Sie es wissen wollen, kann ich da gern einen kleinen wissenschaftlichen Exkurs machen und den Unterschied zwischen Downside Risk, was ich lieber benutze, und Volatilität, sage ich mal, erörtern. Wenn Sie das wollen, Kommentar, dann mache ich das. Ansonsten gehen wir hier weiter. Die Volatilität geht nach unten, das heißt, das Risiko am Markt geht nach unten. So wird die Zahl interpretiert. Die ist neutral, also die Volatilität. Wir haben große Schwankungen, auch Tagesschwankungen, gerade durch gestern jetzt natürlich. Und dann haben wir Safe Haven Demand, das heißt, wo gibt es mehr Rendite, am Zinsmarkt oder am Aktienmarkt? Am Aktienmarkt, auch das wird als gierig betitelt. Und dann haben wir noch den Anleihenmarkt, also Junk Bond Demand, die Nachfrage nach hochverzinslichen Anlagen. Wie groß ist der Unterschied zwischen einer hochverzinslichen Anlage mit Risiko und dem risikofreien Zins einer Staatsanleihe? Der ist bei 1,6. Das wird als extreme Angst betitelt. Genau, also wir sehen hier, der Angst- und Gier-Index ist hier auf Gier. Das heißt, die Anleger sind bester Dinge und gehen davon aus, dass die Kurse weiter munter steigen. Das sehen wir auch in den Umfragen der Anleger. Die wichtigste Umfrage, die Sie hier sehen, die AAII, die fragt praktisch Privatanleger, aber auch Profi-Anleger, wie sie den Markt sehen in den nächsten 6 Monaten. Und 50,8% der Befragten sagen, die Aktien steigen. Nur 26,4% sagen, es fällt, und der Rest ist neutral. Das ist extrem bullisch, extrem optimistisch, die Befragten. Und das war vor der Zinsentscheidung. Da bin ich schon gespannt, wie nächste Woche Donnerstag. Dann also die Umfrage ist Mittwoch, bei uns kommt die dann am Donnerstagmorgen raus. Also
Das war vor dem Zinsentscheid, muss man sich mal geben. Und das ist dann schon extrem optimistisch. Wahrscheinlich sind viele Anleger schon davon ausgegangen, dass die Zinsen steigen. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt die wichtigste Zahl ist natürlich, wie haben die großen Anleger investiert? Wie haben die Fondsmanager, die Hedgefondsmanager, wie haben die sich positioniert? Und wir sehen, die waren ja jetzt im August eben, haben die den Aktienmarkt nicht verlassen, aber haben die Aktienquote stark reduziert auf 56%. Das ist ein bisschen pessimistisch, aber auch nicht zu pessimistisch. Dann wieder eingekauft, 81, dann ging es nochmal runter Anfang September auf 70% Aktienquote und jetzt auf 87%. Also da haben jetzt viele Profis sich eingedeckt, besonders nach dem Tag nach dem Zinsentscheid sozusagen. Also mit Verzögerungszeit investiert, aber da ist auch noch Luft nach oben. Und das ist das Wichtigste am Markt, das Allerwichtigste. Und das muss man sich immer vor Augen halten, ist die Liquidität am Markt. Wie viel Geld ist da, das angelegt werden kann? Wenn die Zentralbanken die Geldmenge reduzieren und es weniger Geld da, dann ist es schwierig für den Aktienmarkt dagegen anzukämpfen. Wenn die Geldmenge erhöht wird und der Zins abgesenkt wird, dann ist es für Aktienmärkte leichter zu steigen. Besonders wenn Liquidität da ist, wenn die Leute verdienen, was zur Seite legen können, wenn Unternehmen Gewinne haben, die sie wieder anlegen können oder wenn eben die Zentralbanken liefern. Also das sind die drei Quellen, wie Geld praktisch in den Markt kommt. Also die Privathaushalte verdienen mehr, haben was übrig, legen was an. Die großen Unternehmen haben Gewinne und kaufen ihre Aktien zurück. Und die Vermögensverwalter kriegen wieder Geld von den Privaten und von Instituten und legen das an am Markt. Oder der große Player, die Zentralbanken, pumpen Geld in den Markt. Also das sind die drei Quellen, die Liquidität schaffen und den Markt nach oben treiben. Und eine Quelle hat sich jetzt wieder aufgetan. Und jetzt muss man aber aufpassen, die Dinge passieren nicht so wie hier sofort, also der Markt bekommt eine neue Information, der Markt sind wir alle Marktteilnehmer, besonders die großen Player. Und dann kann ich mich sofort darauf einstellen. Bei den Notenbanken ist es anders, dass es extrem zeitverzögert. Wenn die Notenbanken die Liquidität zurücknehmen, dann kommt das in der Wirtschaft, in der Industrie und am Kapitalmarkt oft mit 6, 8 Monaten oder 12 Monaten Verzögerung an. Und deswegen, wenn Sie in der Historie sehen, werden Sie immer sehen, dass die Zinsen gesenkt werden und danach die Kurse trotzdem noch mal runtergegangen sind. Und deswegen jetzt zu meinem Resümee. Diese Zinssenkung ist super, aber ich glaube nicht, dass das Risiko einer Korrektur jetzt im Herbst, September, Oktober komplett vom Tisch ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass meine Prognose von den Vorvideos immer noch Bestand hat. Das heißt, dass wir im September, im Oktober, vielleicht sogar noch in den November rein mit wackeligen Kursen rechnen müssen. Also mit Rückschlägen. Jetzt nicht nur der Kater nach der Party heute, ja, dass es heute 1% runtergeht. Gestern ging es über 2% nach oben. Nasdaq, glaube ich, 2,7. S&P 500 auch über 2% oder knapp 2%, um die 2 plus. Also nicht jetzt ein kleiner Kater, wo jetzt 1% vielleicht wieder zurückkommt, das ist normal, sondern ich rede von einer Korrektur von 5, 8 oder 10%, vielleicht sogar 15. Also wäre eine Korrektur, eine normale Korrektur, besonders bei den Large Caps. Was wir auch sehen, und das machen wir beim nächsten Video noch etwas genauer, dass die Small Caps jetzt angezogen haben. Da warten wir ja schon ein Jahr drauf, dass die Small Caps im Aufwärtstrend besser sind als die Large Caps. Aber das ist irgendwie dieses ganze Jahr oder schon seit 2 Jahren echt träge mit den mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Die großen sind gefragt. Es scheint sich jetzt aufzulösen, aber so ganz sicher ist es nicht. Wir hatten schon 2, 3 Anläufe dieses Jahr. Gucken wir mal, wie es jetzt ausschaut. Auf jeden Fall sind die großen, besonders die KI-Werte, immer noch sehr, sehr teuer im Vergleich zu mittleren oder kleinen Aktiengesellschaften, die super Gewinne haben, Wachstum haben, aber eine ganz günstige Bewertung, also für Einkäufer sehr günstige Bewertung, also tiefe Kurse. Das schauen wir uns im nächsten Video an, denn wenn Sie noch nicht lange dabei sind, abonnieren Sie bitte unbedingt den Kanal, denn wir machen jeden Monat eine saisonale Analyse, die ist immer am Anfang des Monats. Dann machen wir eine fundamentale Analyse, die kommt entweder in der zweiten Woche oder am Ende der Woche. Das kommt immer ein bisschen darauf an, ob wir gerade Berichtssaison haben oder ob die technische Analyse jetzt gerade brisanter ist wie diesen Monat.
Das heißt, wir werden nächste Woche wahrscheinlich eine Fundamentaldatenanalyse machen und nur nebenbei mal gucken, was die Small und Large Caps gemacht haben, weil das Spannende, das müssen wir verfolgen. Ganz wichtiges Indiz für steigende oder fallende Kurse. Und dann machen wir natürlich wie jetzt eine Risikoanalyse, eine technische Analyse. Also vier verschiedene Analysen, also vier Dimensionen des Aktienmarkts schauen wir uns jeden Monat an. Und ab und zu mache ich ein Video mehr, wenn irgendwas Spannendes. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie bitte den Kanal. Schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie die Volatilität, Downside Risk, wenn Sie das genauer wissen wollen, warum das kein gutes Maß für das Risiko ist. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Alles, alles Gute, Ihr Thomas Hupp.